1. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu Blade & Soul. Mit dabei wieder der Quador. Hallo. Und ich, der Aber. Ja, gut, dann in der letzten Folge haben wir natürlich. Da muss ich kurz einen Schluck trinken, Entschuldigung, sonst hätte ich weitergeredet. Ja, kein Problem. In der letzten Folge haben wir ein bisschen PvP gemacht, natürlich nur gegen KI. PvP, PvE. Ja, PvE halt so, aber trotzdem, eigentlich PvE gegen die andere Fraktion, okay. Zufrieden? Ja, danke. Also PvEP, so. Oberst Yong Kai scheint euch auf seine... mal ein bisschen die Hauptquest weiter. Ihr wollt... bringt was stark. Ich werde euch im Auge behalten. Was sollen wir da machen? Erbeutet die Rippen der Raubvögel der Staubwindküste. Dadurch, dass du bei mir wieder ein bisschen schwebst und ich vor dir stehe, bin ich bei dir mit meinem Gesicht voll auf Brusthöhe. Ah, alles klar. Da hinten auch so was? Oder haben da nur die Vögel? Ah ja, nur die das Vögel, okay. Nicht. Gegenangriff. Oder? Ja, Raubvögel. Ja. Keine Menschen. Mission erst gerade gelesen. Ach, guck mal, wir sind schon seit einer Stunde online. Und in einer Minute ist das Stempelbrett, Alter. In 7 Minuten bin ich erst eine Stunde online. Wo sind denn hier die Raubvögel? Hier ist der letzte. Fertig. Was zur... Warum bringt ihr mir Raubvogelrippchen? Da... Schon gut, ihr scheint anständig. Das bleibt aber unter viel Glück. Viel Glück. Voilà. Was sagt denn nicht der Haltbarkeitsstatus meiner Waffe? 66. Ja gut, das geht noch. 67. Ich habe... Sie ist eine Sch... Finde Zoha im Lager der Schatz. Enttäuscht mich bloß nicht. Hey, Lager der Schatzjäger. Ah, die Z ist wieder so eine Attacke, die du nur einsetzen kannst, wenn du das Schild aktiv hast. Ah, okay. Okay, Tab ist nicht das Schild. Nee, 1 ist das Schild. Hey, so kann ich Soha nicht sehen. Rück dir bitte... Ja. Ein Tipp, Alter. Oh, hallo. Wer bist du denn? Soha. Kann der Typ auch was anderes außer lachen? Okay, das Gewehr erstmal an die Brust halten, alles klar. Ja, so funktioniert das. Ui. Ui. Kann er weiterlachen? Im Jenseits. Erstmal drauf trinken können. An hat die auch nicht. Hauptsache die Brüste sind so bedeckt. Wunderbar. Wenn ich groß bin, möchte ich wie sie sein. Aber wenn ich groß bin, möchte ich wie sie sein. ja. Okay. Ihr Grünschnabel. Was? Dieser sandfressende Jongri-Chu. Geht und bringt das Paket her. Rennt bloß nicht. Ich hab euch im Visier. Ah. Muss ich mitrennen? Weiß ich nicht. Ich bleib einfach mal hier stehen, ne? Das eben musste ich selber machen. Also diese Raubvögel-Dinger sammeln. Meldet euch bei Soha, alles klar. Ah, jetzt steht sie da unten.
Die ist aber schnell da runtergelaufen. Yonkai hat wohl einen Brief an Jun. Die Schakale haben die Titten wackeln ganz schön. Ich komme. Und die Haie hält sie auch noch so schön in die Kamera. Ja, wow. Die Wind wandelt und wir müssen laufen. Ja, ist ja immer so. Danke dafür. Danke, Alblali. Danke für die EP. Jo, muss auch mal sein. Wenn man schon angegriffen wird. Das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert nicht, Quador. Oh, bitte, zwei Spieler. Bitte kein Ladescreen. Danke. So, was müssen wir hier denn überhaupt machen? Öffnet Boss Hengors Lagerkiste. Aber wir haben beide umgebracht. Mal wieder. Wow. Ich laufe hier einfach mal weiter. Vielleicht ist hier noch was. Ja, geblockt, Schnauze. Gegenangriff! Oder kommst du jetzt hier gleich einfach wieder nur woanders raus, ja. Yep. Kommen wir nur woanders raus. Irgendwo im Nirgendwo. Gegenangriff! Mit ihrem verteidigt und Gegenangriff tschüss. Und ja, tschüss. Den halben Weg habe ich schon.
Eure Kampfkünste sind beeindruckend. Oh je, es tut mir so leid. Er war ein großer Mann. Er half mir, den rechten Weg zu finden. Ich hatte... Oh, wie... Wir finden das Nariu Saraswan nur, wenn wir Yunhua und Gil finden. Ich werde... Wollt ihr mir über Windwandeln wissen, dann lest den Brief. Du, da könnten wir eigentlich zuerst beim Windwandeln vorbeigucken. Ja, wir müssen erstmal Drachenknochen-Inschrift als Preis beim Glücksrad. Ach so. Ja, aber das ist ja wahrscheinlich da beim bei der Windwandel-Dings da. Jo, da ist ein Boss, den wir töten müssen. Leitest du gerade? Eigentlich nicht, ne. What the fuck? Was denn? Bei mir bist du gerade die ganze Zeit lang geglitten. Als würdest du gerade in der Luft gleiten. Ne, hab ich nicht gemacht. Eigentlich nicht, ne. Okay. Bei mir hat es halt das, was du beim Gleiten hast, so. Hat es bei mir gerade über dem Boden. Okay. Okay. Öfter mal was Neues. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir hier sind, können wir dann auch gleich kurz sehen. Boss da mitnehmen. Oder was? Auch nicht. Was? Den Boss müssen wir machen. Ach so. Für die Windwandel-Quest. Da ist nur die, ist er hier unten? Ja, der ist hier unten. Der spawnt gleich hier unten. Bei der gelben Quest ist das Drehrad dann gleich. Da oben steht auch einer und wartet. Hm. Ah, der hat aber Kaminlegung-Klamotten an, glaube ich. Hoppala. Oder? Oder steht das da immer? Nee, also Koalin-Orden. Ah, nee, da steht der immer. 32, 32. Ah, alle 32 läuft bei uns. Will ich einfach mal behaupten. Oh. Noch ist er noch nicht ganz da. Hallo. Komm, wir winken ihm mal. Vielleicht bringt das was. Geblockt! Gegenangriff! Jetzt mal zum Leben erwachen. Oder ne, eine Gruppe sollte ich jetzt nicht suchen. Er hat keine Unterwäsche an. Wo guckst du denn hin? Alter, der hat nur Beine, der hat gar keinen Oberkörper. Wenn du richtig guckst, der hat keinen Oberkörper, der hat nur Beine. Das war's. Oh lol, ja, tatsächlich. Ich versuche mal jetzt schon mal mein Glück. Oh wow. Wow, da zieht wieder alle Viecher hinter sich her. So wie man das kennt. Mhm. Das nehme ich noch nicht an. Erstmal drehen. Da wird gerade gedreht. Genauso wie hier links. Oh wow. 3 Set Bagua und versiegelter Ohrring. Jetzt hier und Spam F. Diese Hitze, wird es hier draußen dunkler? So, danke. 3er Set Bagua. Pferde Waffenkiste. Das war's, glaube ich, oder? Jo. Warst du jetzt schon bei der Hauptquest? Ja, die habe ich nur angenommen, aber die mache ich jetzt noch nicht weiter. Ich renne jetzt erstmal wieder zurück.
Guck mal mit, die beiden vier Viecher. Nö, die haben keinen Bock mehr. Kann ich ja mal kurz gucken, was in der Waffenkiste drin ist. Mal wieder nichts für mich wahrscheinlich. Übrigens, diese leuchtenden Schlüssel da, ne? Ja, die machen auch etwas, damit du was aus ja, der ja, für die, dein. Die kriegst du am Ende. Ja. Versiegelte Pistole, aha. Machen wir noch das Bagua-Dings da auf. Wenn wir da wieder volle Bagua-Set kriegen, dann ist das auch wieder besser. Ah, guck mal hinter dir. Steht da wieder ohne Oberkörper. Alter, wo setze ich mich nochmal kurz hin? So, erstmal wieder X anmachen. Wieder zwei Stück. Warten wir oder warten wir nicht? Ja, ich warte einfach mal. Dance 2. Feuer die mal an. Ja, für die Zuschauer wird das jetzt garantiert jetzt ein bisschen langweilig werden. Ich renne einmal zurück und mach das und renn wieder hin. Und wird das zu langweilig, wenn ich da jetzt stehen bleibe? Boah, ich tanze hier ein bisschen rum. Jo. Weiß hat Bagua. Ach, das hat Bagua, ja, nice. Ist mal das Achterset reingeklatscht. Er steht schon mal wieder da. Die haben sie alle mitgenommen wieder. Ah, hatte Langeweile. Das war zu früh mit der X, obwohl, nee. Oh, ich mach gar keinen Schein hier oben. Ja, gut. So, dann laufe ich jetzt wieder zurück. Jetzt habe ich vier Dinger. Nee, immer noch nicht. Fireset. Gesperrte Waffenkiste.
Bei dir kann ich verkaufen. Gesperrte Waffenkiste. Sucht gar nicht erst woanders. Bessere Angebote findet ihr nirgends. Dreier-Sets. Hier bekommt ihr alles, was ihr braucht. Ja, mit viel Glück habe ich in den zwei Dreier-Sets andere Teile drin als bisher. Naja. Zwei Stück fehlen mir noch. Du hast gesagt, kann man verkaufen? Ja, auf jeden Fall rechts von denen oder links bzw. links. Ah, hier ein Gemischwarenhändler wäre da. Lager haben wir auch hier. Der Boss spawnt gerade wieder. Ja, ja. Verteidigt! Wo ist die Kiste? Da. In ihm. Oh, diesmal habe ich drei gekriegt. Ja. Versuch mein Glück. Fünfer-Set. Zweite Waffenkiste. Ein Dreier-Set, ach fick dich doch. Mit leichtem Gepäck heißt es sich besser, was? Große Krieger, mit leichtem Gepäck heißt es sich besser, was? Wir halten eure Dinge warm und trocken, bis ihr sie wieder braucht. Waffenkiste. Geil. Bleib mal eine Waffenkiste. Weiß. Versucht am Leben zu bleiben. Ja, dass man da gewinnen muss. Ja, da steht da, kauft den auf dem Markt. Können wir erst, wenn wir Stufe 35 oder höher sind. Oder gewinnt den als Preis auch beim Glücksrad an der Mondsichelquelle. In der Missionsbeschreibung oder was? Ja. Rechts steht das. Bei mir steht auch tatsächlich schon, bringt die Drachenknochen-Inschrift zum alten Joe. Ja, da hast du die wahrscheinlich gekriegt. Ich hab den nicht. Ich wüsste aber nicht wann. Ja, aber anscheinend hast du die gekriegt. Und da habe ich sie auch nicht. Beziehungsweise im normalen Ding habe ich da stehen, wenn ich rechts gucke. Ja, da steht bei mir, bringt die Drachenknochen-Inschrift zum Auto. Hast du die Schlangenglocke im Inventar? Ja, habe ich. Okay. Dann ist es die nicht. Aber was soll denn das sonst sein? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. War zu früh, ich konnte aktivieren. Lass die Truhe. Soweit habe ich tatsächlich nicht im Inventar. Ah, keine Ahnung.
Und muss ich halt warten. Oder F-Spam. Weiter Waffenkiste. 5er Set, ja, wieder nicht, Alter. Beschwörer und Gewaltenbändiger, aber nichts für mich. Alles klar, wollen wir dann erstmal die Hauptquest machen? Ja, warte, ich dreh noch kurz. Hoffe ich mir das Ding dann höchstens auf dem Markt später. 5er Set, bitte lass da die letzten zwei fehlenden Teile drin sein. Bessere Angebote findet ihr nirgends. Hier bekommt ihr alles, was ihr natürlich braucht. Natürlich nicht. Doch eins zumindest. Wer zuerst kommt, macht jetzt fehlt mir nur noch das unten. Das hast du nicht zufällig noch über. Nö. Warte mal ganz kurz. Mit leichtem Gepäck heißt es sich besser, was? Kann man das überhaupt... Wir halten eure Dinge warm und trocken, versucht am Leben zu bleiben. Gute Frage. Tauschen? Sucht gar nicht erst woanders. Bessere möglich, Angebote findet ihr nirgends. Hier bekommt ihr alles, was ihr braucht. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber das Ding ist, wenn ich auf Questort suchen gehe beim alten Joe, der findet den Questort nicht. Okay. Aber er sagt mir halt, ich soll das Ding zum alten Joe bringen. Keine Ahnung. Das ging ein bisschen schnell. Ja. Die Wanne ist ausgelaufen. Ihr müsst die Voraussetzungen dieses Gegenstands erfüllen, um ihn benutzen zu können. Biaset Bagua. Ihr müsst die Voraussetzungen dieses Gegenstands erfüllen. 5er Set. Wie viel hast du? 2! Aber ich durfte bisher noch nicht drehen. Achso, ich war auch die ganze Zeit am... Hallo, ich will drehen. Der Puri hat sich vorgedrängelt auch noch. So, jetzt gesperrte Waffenkiste, Alter. Lass da dann wenigstens das fehlende Teil drin sein. Ja, danke. Einmal machen wir es noch, wenn das dann nicht funktioniert, dann machen wir einfach nächste Folge mit was anderem weiter. Ja, wie gesagt, ich habe das zwar angeblich schon fertig. Jo. Hab dann aber weder im Inventar noch wird mir angezeigt, wo der Joe sich befindet. Also keine Ahnung, was da jetzt Sache ist. Weil auch so auf der Karte sehe ich ihn nirgends und normalerweise, wenn ich auf Quest oder suchen gehe, zeigt er mir den genauen Ort an. Ging auch wieder schnell. Ja, ist wahrscheinlich so ein 60er dabei oder so. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja gut, okay, wenn ich mit Xenovia kommen würde, einmal die Ult, dann wäre der down. Ja. Meine Ult macht eine 500.000 schon. Na gut, vielleicht kann ja auch irgendjemand von den Zuschauern uns genau sagen, was das mit der Drachenknochen-Inschrift genau zu tun hat. Weil. Wieder nix, so gut. Ja, genau, vielleicht kann das.
Ich weiß auch nicht weiter. Vielleicht versucht am Leben zu bleiben. Fertig habe ich es angeblich, aber. Sucht gar nicht erst woanders. Bessere Angebote findet ihr nirgends. Hier bekommt der ihr alles. Der Ohrring. Okay. Wer doch zuerst kommt, macht's. Was kann der? Keine Ahnung, ein Ohrring sein. Auf jeden Fall. Siegeln. Vielen Dank fürs Zusehen. Stelle. Wir freuen uns, wenn ihr dann übermorgen wieder einschalten würdet bei Blade & Soul. Ich sag danke und tschüss. Auf Wiedersehen.